Die Photovoltaik ist eine große Chance für Deutschland. Sie hat den Vorzug, dass wir sie fast überall installieren können, auch in sehr, sehr kleinen Einheiten. Von daher ist es eine große Zukunftstechnologie, die allerdings heute noch nicht kosteneffizient ist. Das heißt, die Chancen liegen darin, dass sie irgendwann mal sehr, sehr günstig wird. Heute lohnt es sich in vielen verschiedenen Ländern. Bei uns bedarf sie noch der Stütze, aber die Chancen stehen sehr gut, dass sie in Zukunft auch bei uns wirtschaftlich einsetzbar wird. Die Strompreisdebatte ist wichtig, denn sie zeigt uns, dass der Markt, den wir etabliert haben, auf der Stromseite, aber auch das EEG auf der anderen Seite nicht so richtig zusammenpassen. Wir müssen die Kosten im Zaum halten, wenn die Energiewende langfristig gelingen soll. Nur so haben wir auch die Akzeptanz in der Bevölkerung gesichert. Deshalb ist die Debatte sehr, sehr wichtig. Über die Umsetzung lässt sich streiten. Ich würde es nicht so machen, dass ich alles über den Markt laufen lasse, über die Marktprämie, weil dadurch halt sehr, sehr viele Wettbewerber ausgeschlossen werden. Ich wäre dafür, dass man auch eine vernünftige Grünstromvermarktung jenseits der Marktprämie umsetzt. Ja, wir haben unser Energiesystem bisher auf fossiler und nuklearer Basis aufgebaut. Das ist langfristig nicht mehr haltbar, einerseits aus Akzeptanzgründen, andererseits aus Sicht des Klimaschutzes und der Ressourcenknappheit. Das heißt, langfristig wird die Umstellung ohnehin notwendig sein. Es ist keine Frage des Obs, sondern des Wanns. Und das hängt von den politischen Rahmenbedingungen ab und anderen Umständen in der Energiewirtschaft, auch der Entwicklung von den fossilen Preisen. Ich schätze damit einen Zeitraum zwischen 2030 und 2050.